Hallo ihr Lieben, heute habe ich etwas Türkisches mal wieder. Und zwar nennt sich das Ganze Islak Kurabiye. Das sind feuchte Kekse. Hört sich komisch an, ne? Aber die werden halt in so einem Sirup getränkt, die Kekse. Oh mein Gott, Leute. Bitte probiert es aus. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Es geht los mit den Zutaten und der Zubereitung. Das Rezept findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Für den Keksteig brauchen wir natürlich Mehl. Hier habe ich weiche Butter und Öl. Wundert euch nicht, meine weiche Butter ist ein bisschen zu weich. Die war kalt und ich habe die in der Mikrowelle kurz warm gemacht. Sollte zimmerwarm sein. Hier haben wir außerdem Puderzucker und Backkakao. Wir brauchen ein Ei, Backpulver und Vanillezucker. Alle Zutaten bis auf Mehl, Backkakao und Backpulver werden jetzt schon mal grob vorgemixt und dann werden eben Mehl, Backkakao und Backpulver noch hineingesiebt und so lange geknetet, bis ein kompakter Teig entsteht. Dieser sollte nicht zu bröselig sein, also wenn man ihn mit den Händen zusammendrückt, sollte er zusammenkommen und er sollte formbar sein. Wenn ihr merkt, es geht noch nicht, dann könnt ihr einen Schluck Milch oder noch ein bisschen Öl hineingeben, aber da müsst ihr echt vorsichtig sein, also lieber kontrolliert hinzugeben. Danach werden Kugeln aus dem Teig geformt. Ich habe ungefähr 34 Stück herausbekommen. Diese werden auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech gegeben und dann bei 200 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Backofen für ca. 10 bis 12 Minuten gebacken. Die Kekse sollten lauwarm abkühlen. Und in dieser ganzen Zwischenzeit kann schon mal der Sirup zubereitet werden. Ich mache den mit Milch, manche machen so einen ganz klassischen, aber ich finde mit Milch schmeckt es einfach viel besser in dem Fall. Einfach Milch und Zucker verrühren, auf dem Herd, auf mittlerer Hitze, lauwarm werden lassen. Die lauwarmen Kekse werden im lauwarmen Sirup getränkt, herausgenommen und dann kann auch schon dekoriert werden. Also sie sind im Anschluss eigentlich schon servierbereit. Bei der Deko habe ich mich einfach für gemahlene Pistazien und Kokosraspeln entschieden. Fertig sind die feuchten Kekse. Ich hoffe, ihr probiert das Rezept wirklich mal aus. Schickt mir eure Fotos mit dem Hashtag CookBakery. Jetzt viel Spaß dabei und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!